Also herzlich willkommen zum Vortrag Pixels on Paper. Mein Name ist Thorsten Röder. Ich sage gleich ein bisschen was zu meiner Person noch, weil wir uns, glaube ich, mehrheitlich noch nicht kennen. Schön, dass ihr da seid. Vielleicht habt ihr selber auch ein bisschen was mit Rollenspielen zu tun oder zu tun gehabt. Werde ich gleich noch mal ein bisschen was nachfragen. Es geht heute um hybride Computerrollenspiele der 1980er Jahre. Frage, was ist jetzt hybrid? Was meine ich damit? Erkläre ich gleich. Ich sage erstmal, was mich hier so hergeführt hat. Ich bin eigentlich an der Uni Würzburg am Zentrum für Philologie und Digitalität angestellt. Ich habe Musikwissenschaft und Italienisch studiert, aber bin jetzt in dem Bereich Digital Humanities angestellt, um da den Schwerpunkt Edition zu bearbeiten. Da geht es sehr viel um Text. Also es geht darum, kulturelles, textuelles Erbe ab ins Internet zu bringen und die Daten so aufzubereiten, dass auch Maschinen diese lesen können, also nicht nur Menschen das kulturelle Erbe verstehen können, sondern eben auch die Daten maschinell verarbeitet werden können. Und ich forsche eben zu digitalen und sogenannten hybriden Medien. Hybrid heißt in diesem Falle, dass es sowohl eine digitale Komponente gibt, als auch eine materielle oder, wenn man so möchte, analoge Komponente. Das heißt, die sind nicht voneinander zu trennen, sondern gehören so stark zusammen, dass sie eine Einheit bilden. Und darum geht es hier in diesem Vortrag, also hybride Computerrollenspiele. Vielleicht hat von euch jemand etwas, das ist jetzt hier nur so kurz, sind so die Teile dieses Vortrags, aber vielleicht hat von euch jemand, das wollte ich erstmal fragen, wer spielt denn aktiv irgendein Rollenspiel? Gibt es hier jemanden? Ja, welches System, wenn ich fragen darf? Ja, ja. Ah ja. Ja, schön. Okay, genau. Baldur's Gate und Linux. Ja, genau. Noch jemand? Auch Pen-and-Paper-Rollenspiele. Gerne. Ist da jemand aktiv? Ja? Darf ich fragen? Okay. Okay, also D&D-Variante und ja, okay. Ja, cool. Und hier, da war noch eine Meldung, ja? Ja, super, okay, auch D&D, ja. Also D&D scheint irgendwie, ist recht populär geworden, glaube ich. Ne? Das ist ja auch eines der ältesten. Noch jemand im Bereich Computerrollenspiele unterwegs? Ja? Wie? Ah, das kann ich gar nicht. Okay, ja, cool. Okay, ja, vielen Dank. Ja? Bitte? Ah, okay, sag mir auch gar nichts. Genshin Impact. Ah, okay. Ja, es gibt, also ich kenne tatsächlich auch nur einen Teil davon. Wir bewegen uns jetzt ja so ein bisschen in die 80er Jahre hinein. Ne? Das heißt, alles etwas aktuellere oder so. Das habe ich hier noch gar nicht auf dem Plan, aber vielleicht kommen wir in der Diskussion wieder dazu, inwieweit vielleicht auch die aktuellen Rollenspiele, sowohl Computer- als auch Pen-and-Paper-Rollenspiele, vielleicht auch Komponenten haben in der jeweils anderen Welt, also digitale Spiele, die analoge Komponenten haben oder umgekehrt. Ne? Also vielleicht kommen wir da in der Diskussion noch ein bisschen zu. Was ich heute, ja, immer herzlich willkommen, immer herein hier. Ja, geht gerade los. Was ich heute auf dem Plan habe, ich erzähle erstmal allgemein ein bisschen was zu Rechnern und Rollenspiele so in dieser Anfangszeit, 70er, 80er Jahre. Dann gibt es ein bisschen was zu hören zum Thema Hybridität und was das vielleicht so auch mit Heimcomputern zu tun hat allgemein. Dann stelle ich ein bisschen Material vor, was ich untersucht habe. Ich habe insgesamt 16 Rollenspiele aus den 1980ern untersucht. Ein paar davon liegen hier vorne. Die zeige ich dann hier an dieser schönen Kamera auch noch mal kurz so als und das Material, das analoge Material, zeige ich dann dazu. Und dann zeige ich so ein paar Auswertungsergebnisse und dann kommen wir mal schauen, wo wir dann am Schluss landen. Also so Rechner und Rollenspiele einmal. Es scheint ja erstmal so zu sein, dass es so zwei voneinander getrennte Welten gibt, einmal die, ähm,
die Pen and Paper Rollenspiele hier, wo wir jetzt hier eine Szene aus dem aus The Gamers sehen. Das ist so ein, kennt das jemand zufällig? The Gamers? Ja, es ist, genau, ja, super. Es ist so eine Rollenspiel-Satire so, ne? Also sehr witzig gemacht, liegt irgendwo auf YouTube rum, also kann man sich durchaus mal angucken. Ist auch gar nicht so lang. Also die Pen-and-Paper-Tradition, die stark an diesen Papieraufbau gebunden ist, an die Würfel und das ganze Material, was es dort gibt. Und auf der anderen Seite dann die Computerrollenspiele, wo etwas Ähnliches stattfindet, aber in der Regel nur mit einem Spieler, der die ganze Party dann spielt und bedient und steuert. Und die Inhalte sind immer ähnlich. Ne? Ich habe mich jetzt hier auch so auf Fantasy-Settings konzentriert. Also das sieht man jetzt hier, da wird jetzt irgendwie eine Horde Orks da irgendwie niedergemacht. Ja, oder umgekehrt. Naja. Und da hat man also das, was hier mündlich erzählt wird, ne, das wird dann hier durch den Computer alles übernommen und der Spieler sitzt davor und lässt sich das und steuert dann, gibt ein paar Tastenkommandos. Es geht aber auch anders, also kann man durchaus, die beiden Welten haben durchaus Überschneidungspunkte. Ne? Es gibt dieses berühmte Spiel Temple of Abshai, kennt das jemand zufällig? Ja? Ah ja, okay. Ah ja, schön. Das finde ich ein ganz spannendes, interessantes Spiel, hat sehr viele Auflagen erlebt, ne? Und da heißt es im Handbuch, das ich hier leider nicht dabei habe, aber im Handbuch heißt es, part of it tells you how to play the game and provides you with background. Also part of it meint das Handbuch. Ne? Es geht hier immer um Handbücher. Also part of the manual tells you how to play the game and provides you with background. So, das ist das, was man so kennt, ne? Dass das Handbuch so eine kleine Einleitungsgeschichte erzählt und Hintergrund, Background-Story und so weiter. Ne? Und dann steigt man ins Computerspiel ein und dann kann man das Handbuch eigentlich wegwerfen. So. Naja. Also man wird das eigentlich nicht mehr für das Spiel brauchen. Ne? Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. The other part provides information that you will need while you are playing the game. Also während des Spiels werden Informationen aus dem Handbuch benötigt. Ne? So, und das kann zum Beispiel so aussehen, das ist jetzt eine Szene aus dem Spiel, die ich im Emulator dann mal ausprobiert habe, das funktioniert auch ganz gut. Hier unten ist die Spielfigur, dann gibt es hier ein paar Wände und dann ist man hier als in so einem Dungeon drin und da ist so ein weißer Punkt und man kann diese Spielfigur bewegen mit irgendwelchen Kommandos, man kann sie drehen und hier der Punkt zeigt immer an, also in welche Richtung die Figur schaut, also in diesem Fall senkrecht nach oben. Und jetzt hat man da so ein paar übliche Stats auf der Seite, sowas wie Arrows, also Pfeile, Magic Arrows, also magische Pfeile, wie viele Monster man schon erschlagen hat, in diesem Fall erst zwei. Und noch ein paar andere Dinge, also ein Verwundungsgrad und so weiter. Ne? Und dann sieht man da ganz oben auch noch die Room Number und das ist etwas, was man jetzt im Handbuch nachlesen muss. Das hat jetzt hier in dem Spiel selber keinen Platz gefunden. Das steht jetzt hier zum Beispiel Raum 3, also Room 3. A finely carved and painted mural fills the east wall of the passage. Opposite the opening, depicting men tilling the soil. A ransacked backpack, ein alter Rucksack da, liegt dort. Das ist nämlich dieser Punkt, der da zu sehen ist. A ransacked backpack rests under the mural. A roaring sound can be heard from the north. Also das beschreibt so jetzt die ganze Szene dieses Raumes. Und das heißt, man hat hier jetzt in dieser Situation, also dass auf dem Bildschirm gar nicht so viel los ist. Das ist nur eine symbolische Abbildung. Man hat dann hier die Beschreibung im Handbuch und die Vorstellung bildet sich eigentlich, wie das auch bei den Pen-and-Paper-Games ist, in der eigenen Fantasie. Ne? Also die Spielwelt wächst durch die eigene Vorstellung, durch die Imagination. Ne? Und das ist etwas, da laufen jetzt wahrscheinlich auch zwei verschiedene Traditionen zusammen, die vielleicht auch gar nicht so getrennt waren. Also einmal die Pen-and-Paper-Tradition und einmal die Computerspieltradition. Also hier jetzt gerade so in ihren Anfängen. Ne? Und da scheint das noch sehr eng beieinander zu liegen. Ich empfehle dieses Spiel. Also das funktioniert nämlich tatsächlich wirklich ganz gut. Auch wenn das Computerspiel jetzt halt überhaupt nicht viel hergibt.
die Texte geben tatsächlich einiges her. Also man kriegt dann durchaus literarischen, wird da literarisch sehr zufrieden, denke ich mal. Interessanterweise haben jetzt die Dungeons and Dragons, wurde ja gerade erwähnt, so die allerersten Computerrollenspiele und das erste populäre Rollenspielsystem, die hängen auch so zeitlich sehr eng beisammen, so Mitte der 70er Jahre. Also das, was Gygax zum Beispiel mit Dungeons and Dragons umgesetzt hat für TSA, das ist dann ein Jahr später schon für ein Mainframe umgesetzt worden und hieß dann auch D&D Plato, auf dem Plato-System. Das ist leider in der Form nicht erhalten, weil es halt ein Mainframe-System ist. Also da können wir jetzt, das ist jetzt schwieriger, darauf zuzugreifen. Es gibt möglicherweise Rekonstruktionen, da weiß ich jetzt gerade nichts Genaueres drüber. Aber es gibt halt ein paar Screenshots hier und da und ich, naja. Und da hat man also eine ganze Menge, also das Regelwerk im Prinzip komplett drin abgebildet und auch so ein klein bisschen mit Grafik versehen, sodass man das Allernötigste irgendwie auf den ersten Blick begreifen kann. Aber liegt zeitlich sehr eng beisammen. Insofern ist es eigentlich auch gar nicht so verwunderlich, dass diese nahe Beziehung so zwischen digitalen Komponenten und Printmaterial oder vielleicht auch noch weiteren Materialien also eine ganze Zeit lang erhalten blieb. Man kann sich jetzt nämlich fragen, warum sollte man das eigentlich machen? Und wenn man jetzt so in den Mitte der 80er oder Ende der 90er vielleicht so ein umfangreiches Handbuch sieht hier, zum Beispiel, ja, ich leg mal jetzt hier gerade mal eins hier unter den Scanner, um das mal auszutesten, hier von Dungeon Master zum Beispiel. Das ist ein sehr schönes Ding für einen Amiga. Ne? Hat man erstmal eine sehr umfangreiche Einführung. Man sieht, dass ein Spieler hier sich da auch ein paar interessante Passagen schon markiert hat. Also das ist schon mal ganz spannendes Material eigentlich. Dann hat man hier natürlich so ein bisschen Anleitung dazu und noch ein bisschen mehr so Tipps und Tricks und verschiedene, was weiß ich, vom Ursprung der Magie kann man hier lesen und so weiter. Ne? Verfasst vom Grauen Lord, wer auch immer das ist. Und Zauberruhen und so weiter. Ne? Also da steckt alles Mögliche drin. Man könnte sich fragen, warum haben die das einfach eigentlich nicht auf im Computer umgesetzt? Also Ende der 80er und auf einen Amiga und so wäre doch kein Problem gewesen. Ne? Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Ne? Also einmal gibt es dieses Kopierschutzargument, dass man sagt, ja, muss halt das Original kaufen. Ne? Kopieren ist irgendwie aufwendig, kostet viel und so. Und das hat man eher selten gemacht. Also nur, wenn man es wirklich, wirklich haben wollte. Und dann, naja, und wenn man sich überlegt, dass Kopieren in den 80er Jahren vielleicht ein bisschen teurer war als heute, dann lohnt sich das auch schnell schon nicht mehr so sehr. Ne? Also es sei denn, dass die Eltern irgendwie vielleicht auf ihrer Arbeit irgendwie die Möglichkeit hatten, um gratis zu kopieren oder sowas. Ne? Das war aber eher selten der Fall und war natürlich auch dann irgendwie ein Liebesdienst, den die Eltern dann erstmal erweisen mussten, was sie vielleicht taten, aber naja, gut. Aber das wollte man jetzt auch wirklich nicht ständig machen. Ne? Also und dieses Dungeon Master, das sind jetzt hier gerade mal 30 Seiten, aber es gibt Handbücher, die sind bis zu 100 Seiten oder so. Ne? Naja, manchmal hat man sich dann wegen dieser Kopiererei dann auch solche Scheiben ausgedacht, die sind dann schwieriger zu kopieren. Ne? Die musste man dann irgendwie aufmachen oder so, damit man sich da selber so eine Scheibe dann draus basteln kann. Da gibt es sogar eine kleine Sammlung im Internet Archive. Es ist sehr hübsch anzusehen, was ist da alles von diesen, was ist so alles für materielle Kopierschutzmechanismen gibt. Ne? Also oder auch diese typischen Abfragen, also such mir bitte das dritte Wort in der fünften Zeile auf Seite 23 raus und schreib das da mal rein, um zu klären, dass du auch wirklich das Original in der Hand hast. Also, naja, das waren so Mechanismen. Das ist aber nur eine Seite davon. Ich meine, eigentlich ist das, ich glaube, jetzt habe ich noch eine Sache vergessen. Und die Computer wären eigentlich auch fähig gewesen. Man hätte jetzt höchstens bei den älteren Modellen vielleicht sagen können, das passte da nicht rein aus Speichergründen oder so. Ne? Aber auch das ist eigentlich nicht wirklich gegeben.
oder nicht lange Zeit gegeben gewesen. Also eigentlich, es passt schon sehr viel auf diese, also selbst auf den 64er oder sowas, also da passt sehr viel Text drauf. Das ist eigentlich, also kein, also es ist einmal nicht notwendig, diese hybride Gestaltung. Kopierschutz ist so, naja, ist vielleicht ein Argument gewesen, wurde aber nicht immer so konsequent umgesetzt. Also man, also oder immer meistens immer separat eigentlich. Wenn man so einen Kopierschutz hat, war es häufig so, dass es überhaupt keinen Sinn für das Spiel machte. Ne? Wenn man so ein Handbuch hingegen hat, da steckt sehr viel Sinn für das Spiel drin. Und das hat mich dann auf den Gedanken gebracht, dass Hybridität eigentlich, dass man das eigentlich genauso wollte. Ne? Dass man gesagt hat, das gehört zusammen, es ist ein Computerspiel, was besteht aus einer Software und einem Buch dazu oder vielleicht noch mehr andere Sachen. Ne? Ich habe mir dann so verschiedene Rollenspiele mal angeschaut, vielleicht so nebenbei mal, was da noch so drin ist hier, ne? Also so Landkarten und so. Ne? Ich lege die mal hier unter den Scanner, was auch sehr ansehnlich ist. Dann kriegt man gleich eine ganze Menge weiterer Infos, ne? Wo man dann so rumlaufen kann hier und wo dann so, ja, wo dann der Endgegner ist oder so, naja. Also das, und das kann man sich dann so an die Wand hängen, wenn man möchte, ne? Und dann daneben so, neben seinen Computer aufbauen, hat man dann alles so in einem Überblick. Ne? Also an der Wand die Karte, auf dem Tisch das Handbuch und dann Computer daneben. Ne? Also es ist so ein Gesamtsetup irgendwo. Also was habe ich jetzt gemacht? Ich habe mir 16 Handbücher mal gegriffen und mal geguckt, was da so alles drinsteht. Habe mich konzentriert auf 1980er, das heißt, die meisten Rollenspiele sind jetzt für 8-Bit-Systeme entwickelt, ein paar für 16-Bit. Ich habe vor allem US-Produktionen angeschaut, englischsprachige, also meistens ein paar, also ein, zwei Deutsche sind auch dabei. Was aber nicht mit drin ist, sind zum Beispiel Science-Fiction-Roleplaying-Games, also was wie Wasteland, Buck Rogers, Alternate Reality. Kennt da von jemand etwas von diesen Sachen? Ah ja. Genau, sehr schön. Ja, und die japanischen Roleplaying-Games, Fantasy, Final Fantasy, Dragon Quest und das dürfte auch hinreichend bekannt sein, nehme ich an. Die sind auch nicht mit drin, das würde halt eine extra Untersuchung erfordern, inwieweit das. Ich habe mich jetzt erstmal eben auf die so auf den US-Mainstream dann konzentriert. Wo habe ich die Sachen her? Ich habe ins Internet Archive geschaut, da liegen schöne Scans dazu. Es gibt auch Fansites, wo man sehr schöne Scans, teilweise auch bessere Scans kriegt von den Objekten, die da so drin sind. Es gibt ein paar Computerspiele-Datenbanken, die sehr hilfreich waren. Und es gibt auch das Computerspiele-Museum, die ich an dieser Stelle sehr dankend erwähnen möchte, weil ein Teil des Materials, was ich jetzt hier mitgenommen habe und präsentieren kann, ist von dort. Also die haben da auch eine sehr schöne Sammlung von diesen Dingen. Und ja, die zeige ich dann gleich noch im Detail. Was war die Schwierigkeit dabei? Es gab, ich hatte so ein bisschen damit zu kämpfen, dass es oft verschiedene Auflagen von diesen Spielen gab, dass es mehrere Sprachen gab und vielleicht auch manchmal so kompilierte Versionen, wo es dann hieß so Ultima 1 bis 5 und sowas, ne? Ein Superpaket und so. Ne? Und dann war das Handbuch halt auch ein Superpaket, naja, also so ein bisschen komprimiert auf ein neueres Format oder so. Und ich habe deswegen gesagt, ich nehme jetzt einfach nur die allererste Auflage, soweit ich das herausfinden kann, und das hat auch einigermaßen funktioniert, und habe das mal dann in so ein Diagramm gepackt. So, Erklärung dazu. Erstmal ist nur eine Sache notwendig, auf der linken Seite die Titel und die Jahreszahl, hoffentlich kann man es einigermaßen lesen, und ein Kästchen hier auf dieser Seite, mehr müsst ihr erstmal nicht wissen, den Rest erkläre ich gleich, ein Kästchen auf dieser Seite bedeutet eine Seite im Handbuch. So, und die Farbcodes erläutere ich gleich. Also ihr seht vielleicht jetzt schon, es sind unterschiedlich umfangreich. Es gibt einige Spiele, die hatten auch mehrere Handbücher, zum Beispiel Pool of Radiance hier von 1988. Da waren zwei dabei. Ein Player's Handbook oder wie es hieß und dann noch ein Adventurer's Journal. Da komme ich später noch zu. Und ich glaube, Ultima 3 hatte sogar drei, also bestand sogar aus drei Handbüchern, ebenso einem Spielerhandbuch. Und dann gab es ein Handbuch für Magier und ein Handbuch für Priester oder so genau weiß ich es jetzt nicht, aber das also für verschiedene Zauberkategorien. Also hatte man da gleich so eine ganze Bibliothek dann. Naja, also deswegen, dadurch kommt die große Anzahl der Bücher zustande. Ne? Also, und man sieht,
Ich glaube, hier in Dunkler Dimension, das ist der einzige deutsche Titel zum Beispiel, der hatte auch, ich glaube, fast 100 Seiten Anleitung oder vielleicht sogar ein bisschen drüber. Muss ich nochmal genau nachschauen. Also es ist durchaus umfangreich, was da so geboten wurde. Und eine ganz leichte Tendenz, aber nur eine ganz leichte, ist, dass die halt immer dicker wurden. Aber das liegt auch daran, dass ich jetzt zum Beispiel so ein paar Titel aufgenommen habe, wo jetzt auch nur so ein Faltblatt beiliegt. Ne? Also die Auswahl könnte jetzt auch anders ausfallen. Und ich glaube, für so eine statistische Auswertung ist das noch nicht genug, aber vielleicht nur so als grobe Tendenzen. Naja. So, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe mal geguckt, welche Funktion die jeweilige Seite dann im Handbuch hat oder welche Funktion es vielleicht so geben könnte, welche Beziehungen da vielleicht abgebildet werden zwischen Computersystem, also zwischen der Software und dem Handbuch. Einmal ganz selbstverständlich ist, also habe ich jetzt Instruktionen genannt, also dass es heißt, das soll heißen, das Handbuch erklärt die Software, ne, und erklärt, wie man die Software bedient und was zu tun ist, wenn man jetzt zum Beispiel einen Ork erschlagen möchte oder sowas. Das ist dann einfach so rein Technisches. Ne? So, also da verweist das Handbuch auf den Computer. Das ist das, was man erwarten würde. Dann gibt es den umgekehrten Fall, dass aus dem Computerspiel auf das Handbuch verwiesen wird. Und das ist etwas, was ich eingangs gezeigt hatte bei Temple of Abshai, dass es im Computerspiel heißt, schau bitte ins Handbuch, da findest du mehr Infos. Das dritte, Rahmung, ist das, was bei Dungeon Master sehr stark war, dass es eben eine ausführliche Rahmenerzählung gibt, die dann ins Computerspiel überleitet sozusagen. Und das ist dann so eine Großrahmung und Semantisierung. Das ist eigentlich mein Lieblingsteil, aber das muss ich dann am Beispiel erläutern. Da wird aus dem Handbuch wiederum, also im Handbuch wiederum etwas, werden bestimmte Spielsituationen, also systematisch wiederkehrende Spielsituationen im Handbuch nochmal sehr stark erläutert, sodass man auf dem Bildschirm dann eine stärkere Erfahrung und eine stärkere Vorstellung bekommt, was da eigentlich passieren soll. Und ganz am Schluss komme ich noch so ein bisschen, und das ist vielleicht dann auch so ein bisschen dieser Materialteil hier, was es noch so neben Handbüchern alles gibt. So, aber dann steigen wir mal ein. Zuerst mal die instruktiven Teile, die sind eigentlich auch in jedem Handbuch vorhanden gewesen. Das sind jetzt die blauen Teile, also da findet man Infos, wie das Spiel eigentlich zu bedienen ist, wie man bestimmte Situationen löst, welche Optionen man überhaupt hat und wie man die dann in der Software umsetzt. So, dazu vielleicht ein Beispiel, warum so ein Handbuch jetzt, also warum man das Handbuch auch tatsächlich braucht. Das finden wir in Dungeon Master, da haben wir zum Beispiel hier so die Zauber. Auf der Oberfläche hier sehen wir, dass man die Zauber, das ist dieser blaue Kasten da oben, ne, mit diesen Symbolen. Da werden die Zauber über Symbole eingegeben oder sogenannte Runen hier, wie es hier heißt. Das wird im Spiel eigentlich nicht erklärt. Also es sei denn, man hat das Glück, dass man hier so eine Schriftrolle findet. Manchmal steht da ein bisschen was drauf, aber es gibt auch nicht zu jedem Zauber denn so eine passende Erklärung im Spiel, sodass man den Zauber so erstmal nicht kapiert. Oder das Zaubersystem vor allem. Man versteht es aber, wenn man das Handbuch hat und sieht, okay, also dieses Kastensymbol zum Beispiel heißt Erde und das ist irgendwas, was Stabilität heißt. Dieses Wassersymbol, das hat dann was mit Heilung zu tun und so weiter. Ne? Und dann kann man sich die Logik dieses Systems aus dem Handbuch wird aus dem Handbuch erst klar. Und es ist auch nichts, was man jetzt durch das Spielen jetzt erlernen könnte. Es gibt ja auch viele Spieler, die kann man so von selbst begreifen, dann probiert man halt ein bisschen rum, aber das gehört nicht dazu. Und das ist meistens bei Zaubern der Fall tatsächlich. Es gibt in anderen Spielen zum Beispiel, ich glaube bei Bard's Tale war das hier, das ist hier dieses Ding, gibt es teilweise Zauber, die man, ich muss mal schauen, ist das hier drin? Ich zeige es vielleicht habe ich sogar ein Beispiel noch. Ah ja, genau, das ist sogar noch besser. Bei dem
Spiel Dark Heart of Ukrul, sehr, sehr interessant. Da muss man die, Zauber wörtlich eingeben, also buchstäblich eingeben sogar. Das ist etwas, das kann man sich nicht mal selbst herleiten. Also selbst wenn man durch viel probieren, also jetzt wie bei Dungeon Master, alle Kombinationen ausprobieren würde, also das buchstäblich einzugeben, solche Zaubersprüche, das kriegt man dann irgendwie nicht hin. Also das wird im Spiel auch nicht wirklich erklärt, sondern da muss man einfach ins Handbuch schauen und dann die passenden Zauberworte dann im Spiel eingeben. Was auch gerne ins Handbuch verlagert wird, sind so Runenschriften, ne? Also das Runenalphabet oder so, ne? Wenn man dann irgendwie so eine Schrifttafel da sieht und dann, naja, da steht man davor und denkt, ja Mist, okay, jetzt bräuchte ich das Handbuch. Ne? Naja, das Handbuch erläutert das, was im Spiel passiert. Ne? So, und gibt die Grundlage für das, dass man überhaupt spielen kann. Ne? So, anderer Fall, sind so narrative Elemente. Bei Temple of Abshay haben wir es am Anfang schon gesehen. Gibt es aber auch in anderen Fällen, zum Beispiel, jetzt doch hier wieder zu Bard's Tale übergehen. So, wenn in der Software erläutert wird hier, zum Beispiel hier bei Pool of Radiance, das ist eine Dungeons and Dragons Umsetzung, ist eine ganze Serie geworden sogar, die haben das sehr stark professionalisiert, ne, von SSI, Strategic Simulations war die Firma. Die haben da gleich eine vierteilige Serie draus gemacht, ne, die sind alle ähnlich, ne, deswegen habe ich da auch nur eins von jetzt aufgenommen, aber da funktioniert es so, ne, da ist man dann in so einem Raum drinnen, ne, man kapiert irgendwie, wenn man da reingeht, dass es eine Taverne sein soll, ne, aber es wird nicht so ausführlich jetzt abgebildet. Ne. Das wollte man auch nicht, das hatte man gesagt, nee, braucht man nicht, also das Spiel ist wichtiger, ne, oder die Imagination ist wichtiger und deswegen, also steht hier einfach hier over here, Tavern Tale 10, ne, und dann kann man hier nachlesen, was Tavern Tale 10 ist. Was ist das? Ich lese mal von hier vor. Also Tale 10, to the west lives a tribe of insect men who worship normal men and give valuable gifts to all who visit them. Also das heißt, hin da, ne? Also mal hingucken, so was da los ist und abgreifen, Geschenke abgreifen oder so. Gut, und das ist so eine Sache, ne? Also da brauche ich, da habe ich eine Referenz von der Software auf das Handbuch und da brauche ich eben dieses Adventurous Journal. Ne? Und da könnte man aber auch durchaus sagen, das ist eventuell so ein netter Kopierschutz gewesen, aber eigentlich erscheint mir noch, dass da auch diese Tradition, diese eng geführte Tradition aus dem Pen and Paper Rollenspiel noch weitergeführt wird. Auch sehr schön, und das kann ich jetzt auch mal zeigen, Dragon Wars, sehr, sehr netter Titel von 89. Da sah es so aus, hat man auch diese Hinweise bekommen, bitte lies Absatz 137, 138 oder sowas. Ne? Und ich zeige mal kurz das Titelbild, weil das so eindrucksvoll ist hier. So, Dragon Wars, genau, also PAL-Version hier. Und das Handbuch hat dann hier zum Beispiel, ich habe jetzt hier mal die deutsche Version noch mitgebracht, da, also Dragon Wars Textpassagen, da hat man dann diese, also gibt sogar, also es ist halt nett, dass es auch eine Übersetzung davon gibt, ne? Das ist auch gar nicht so schlecht. Und der Spieler hier, ich glaube, das war ich damals, ist aber sehr lange her, hat so Kreuzchen gemacht, welche Absätze schon erwähnt wurden im Spiel. Ne? Und wenn man das Spiel durch hat, dann merkt man irgendwann, okay, es gab einige Absätze, die kamen nie vor. Und das sind tatsächlich so Fake-Absätze, weil es ja sein könnte, dass ein Spieler, der sich selber ein bisschen spoilern möchte, einfach hier alles durchliest und da wertvolle Hinweise auf den weiteren Verlauf des Spiels kriegt, also wo man hinlaufen muss oder was man tun muss oder so. Und es gibt einige Absätze, die halt wirklich die gefaked sind, ne? Also das, wo man sich dann später wundert, ne? was sollte das denn jetzt oder so. Ne? Also und wenn man es richtig spielt, dann stößt man natürlich nicht auf diese Fake-Absätze. Ne? Das ist dann sozusagen die Spoiler-Vermeidung. Also das war Dragon Wars. So, dann haben wir noch einen Fall, das ist wahrscheinlich einer der einfachsten Fälle, die Rahmung hatten wir bei
Bei Dungeon Master schon gesehen, aber hier auch nochmal bei Die Dunkle Dimension von 89. Das ist ein deutschsprachiges C64-Game gewesen. Kennt das jemand zufällig? Das ist, interessant, ja, genau. Also es ist damals sehr erfolgreich gewesen, glaube ich. Wurde sehr oft verkauft und wir haben, und da gibt es eine sehr umfangreiche Anleitung zu, hat sich jemand sehr viel Mühe gegeben von, ich habe die Firma jetzt gerade vergessen, ist aber, ich glaube, German Design Group hieß die, genau. Und da ist es so, die haben jetzt im Handbuch netterweise erläutert, warum das hier alles so schwarz ist in dieser Welt. Ja? Das man kann natürlich sagen, es liegt ja am C64, hat ja nicht so viele, also Farbmodus jetzt gab, gibt es eben nur her, dass man so bei jedem Block hier in dem Bildschirmraster kann man eben nur eine Hintergrundfarbe haben. Die Hintergrundfarbe ist fest für alles, ne? Und davor kann man dann eine, und die Vordergrundfarbe kann variieren. Ne? Und die meisten Spiele haben das tatsächlich so gemacht, schwarzer Hintergrund und davor bunte Farben. So. Manchmal gab es ein paar Variationen, aber es gab halt keine Möglichkeit zu sagen, ich wechsle da jetzt ständig irgendwie die Hintergrundfarbe. Ne? Deswegen also schwarz und vorne bunte Farben. Was hat jetzt die Dunkle Dimension draus gemacht? Die haben gesagt in ihrer Vorgeschichte, eines solltest du ergänzend zur Vorgeschichte noch wissen, das düstere Zwielicht, das hier herrscht, ist nicht etwa Nacht, sondern das Tageslicht. Einst war diese Welt friedlich und schön, eines Tages gelang es einer finsteren, bösen Macht und so weiter, bababa. Und deswegen ist hier also alles so dunkel in dieser Welt. Naja, also das Handbuch erklärt, also schafft nicht nur einen erzählerischen Rahmen, sondern erklärt sogar, warum die Oberfläche genauso ist. Und das ist natürlich nicht aus technischen Gründen so. So, ein anderes schönes Beispiel, Fairy Tale Adventure, kennt das jemand? Das ist, du kennst irgendwie alles. Ja, stimmt, ja, ja. Das Fairy Tale Adventure ist, das ist schon etwas gewesen, das so ein bisschen eher in die cineastische Richtung ging. Also falls das jemand mal gesehen hat, da hat man so einen kompletten Bildschirm und nur so ganz kleine Statusleiste oder so, ne, wo man ein bisschen was machen konnte. Und die haben tatsächlich sowohl im Handbuch als auch im Spiel selbst in so einem Buch, also die Geschichte, die Vorgeschichte abgebildet. Und das wurde hier im Intro von Fairy Tale Adventures, wo so umgeblättert und so, ne? Also dass man eigentlich so durch die Rahmenerzählung schon so wieder ins Buch so reingetrieben wird. Ne? Also da verschränken sich so diese Elemente, ne? Also das Buch auf dem Bildschirm, wenn man so möchte. Naja, aber das nur so als Beispiel. Also das liefert Rahmengeschichte. Ne? Also bei Rahmengeschichte kann man vielleicht noch sagen, gut, kann man einmal lesen und dann eben, und dann spielt man halt. Beim zweiten Mal wird man es natürlich nicht nochmal lesen. Aber naja, es ist jedenfalls auch ein wichtiger Punkt bei diesen Spielen, dass da immer so ein bisschen Vorgeschichte und Ziele und sowas erläutert werden. Naja, und der letzte Punkt, den ich eigentlich am interessantesten und spannendsten finde, was da alles passiert, ist jetzt die sogenannte Semantisierung. Ich habe da auf der linken Seite ein Beispiel aus Ultima 3. Das ist hier so eine kleine Kampfsituation. Unten sind die vier Spieler. Was die genau jetzt für Fähigkeiten haben, ist eigentlich egal. Es ist jedenfalls ein Magier dabei. Das ist der mit dem Stab hier. Und oben ist eine Gruppe von feindlich gesinnten Magiern. Und jetzt hat gerade, das sieht man hier jetzt in dieser Shell oder wie, was das hier auch, wie man es auch immer nennen mag, dass hier ein Zauberspruch ausgelöst wurde mit dem Buchstaben B, der heißt Mittar, warum auch immer, ist egal, mit der Richtung Nord. So, und das heißt, dieser Magier hier, der hat einen Zauberspruch ausgelöst, der nach Norden fliegt. Dieses blaue Sternsymbol oder Sonnensymbol, da ist eben das Geschoss. Und das fliegt jetzt da auf den feindlichen Magier oben links dazu. So, und das ist jetzt bei Ultima 3, das ist jetzt ein C64-Screenshot, aber bei den anderen Systemen ist das eigentlich genauso sehr symbolisch dargestellt.
naja, also so das, was man hier so mit möglichst wenig Aufwand halt erreichen konnte. Es ist natürlich immer noch ein bisschen mehr drin, wenn man das wirklich will, aber man hat sich gesagt, wir halten das einfach. Stattdessen im Handbuch kriegt man eine sehr, sehr ausführliche Erklärung, was dieser Zauberspruch eigentlich macht. Das wird im Spiel nicht erklärt, es steht nirgendwo, was Kampfzauber sind oder sonst. Man muss einfach wissen, B ist Mithar und das ist jetzt dieser Kampfzauberspruch. Das steht dann aber auch, also, aber das muss man auch erstmal rausfinden durchs Lesen. Da steht dann nämlich zum Beispiel, ich lese mal vor, place upon thy palm and close in a strong fist any small projectile of wood or stone und so weiter. Also man muss irgendwie was in die Hand nehmen, so einen kleinen, also einen kleinen Gegenstand, Holz oder Stein, ne? Und strike it upon thy breast. Also auf die soll es an seinen Brustkorb schlagen, while chanting the incantation of Mithar, das erspare ich euch jetzt, ich singe jetzt nicht, und hurl this talisman toward thine enemy, also man soll das dann auf seinen Gegner schleudern und dann passiert noch alles mögliche andere mit Blitz und Donner und so weiter, ne? Und dann ganz am Schluss wird dann noch beschrieben, wie das ungefähr wirkt, dass es halt Schaden verursacht und sowas. Ne? Und naja, und jeder Zauberspruch hatte so eine sehr, sehr ausführliche Beschreibung. Andere Handbücher haben das ein bisschen anders gemacht. Manchmal steht da auch einfach nur so 2W6 Schaden. Fertig. So, mehr nicht. Ne? So, und dann weiß man genau, okay, Kampfzauber einfach drauf, möglichst oft und dann eine Sache erledigt. Ne? Hier bei Ultima, und das haben die anderen Ultima-Games eigentlich auch so gemacht, also ab Ultima 3 auf jeden Fall, dass da immer sehr viel rum erzählt wird um solche kleinen Spielsituationen. Ne? Das heißt, dieser Zauberspruch hier an dieser Kampfsituation trägt im Hintergrund, also vorausgesetzt, der Spieler hat das gelesen, im Prinzip die gesamte Vorstellung von dieser Erzählung hier, ne? Wie dieser Zauberspruch funktioniert, wie der sich auswirkt. Das wurde dann bei solchen Titeln, jetzt mal den vierten Teil der Reihe von 85, wurde auch so gemacht, es wurde dann teilweise bebildert, also sodass man dann irgendwie das dann so ein Schlafzauber natürlich, da heißt es wenigstens Sleep, das ist dann schon ein bisschen einfacher, aber trotzdem hat man sich dann die Mühe gemacht und dann so eine ganze praktisch so eine Story dazu verfasst, ne? Und dann hier sogar noch so ein Bild dazu, ne? Also deswegen sind diese Handbücher auch manchmal recht dick, ne? Weil dann nicht nur Text, sondern auch Bild da ist und das alles also sehr, sehr eng, also passend zu dem jeweiligen, zu der jeweiligen Situation dann beschrieben ist. Das haben nicht nur die Ultimas gemacht, auch Dunkle Dimension hat das gemacht beispielsweise. Die waren aber auch sehr nah an Ultima angelehnt. Da werden dann auch Waffen beschrieben, wie die aussehen und was die für Auswirkungen haben. Und das reichert das Spiel alles an. Ne? Also die Vorstellung dessen, was im Spiel passiert und im Computerspiel vielleicht durch die Software nur marginal oder nur symbolisch abgebildet wird, wird hier sehr stark angereichert. Und ich meine, dass das auch funktioniert. Ne? Also vielleicht habt ihr ja da auch ähnliche Erfahrungen bei älteren Spielen mal gemacht oder auch aus neueren Spielen. Das würde mich sehr interessieren. Was es noch gibt, so als kleinen Ausblick, nicht nur Handbücher, es gab auch Notizpapier, wo man dann, wenn man durch die Dungeons läuft, konnte man sich gleich neben dem Rechner passend alles einmalen hier auf dem Blog dort. Es gab dann auch komplett Lösungshefte, kann ich gleich nochmal zeigen, die teilweise von separaten Verlagen, also oft Selbstverlage, dann vermarktet wurden, aber auch manchmal von den Spieleproduzenten selbst. Ne? Die haben das gleich dann so in einem Paket, ne? Also konnte man das Spiel kaufen und gleich die Lösung dazu. Ne? Also total bescheuert, aber naja, kann man machen, ja? Also wenn man sich das einfach machen will. Oder man kauft die Lösung später, wenn man feststellt, dass man einfach nicht an diesen Orks vorbeikommt oder so. Naja, und was es auch gibt, sind sogenannte Fillies, also das ist hier, glaube ich, aus irgendeinem Ultima, ich weiß aber leider nicht mehr aus welchem, dass da so verschiedene Münzen beiliegen von der Spielwährung, ne, sodass man dann tatsächlich auch was ganz Haptisches hat. Es gibt in Ultima auch, das zeige ich auch nochmal hier, weil ich das gerade da habe, so Kartenmaterial, das kein Papier enthält,
sondern tatsächlich, jetzt muss ich mal gucken, so hier, sondern die aus Stoff sind. Ich weiß nicht, ob man das sieht so, ne? Aber das sind Stoffkarten. Also da haben sich die Spielehersteller die Mühe gemacht, wahrscheinlich unter Protest von Marketing, aber die haben sich tatsächlich die Mühe gemacht und gesagt, hier, wir wollen das auf Stoff haben, weil das irgendwie einfach viel geiler ist. Und weil das nochmal einen anderen Bezug zu dem Spielmaterial aufbaut. Ne, da kriegt man halt so eine Stoffkarte. Das habe ich auch noch von Ultima 6 auch eine. Das ist eigentlich ganz schön. So, da, hupsa, falsch rum. So. Und natürlich mit Runenbeschriftung, ne, sodass man da auch erstmal wieder ins Handbuch gucken muss, was das hier überhaupt heißt. Also keine Ahnung, was das jetzt hier heißen würde. Naja, das gilt es also dann rauszufinden. Diesen Blog von Might and Magic habe ich hier auch mal mitgebracht. Das ist hier aus dem Computerspielemuseum so. Ne? Also ich bin nicht sicher, ob da schon was abgerissen wurde, aber ich glaube schon. Also irgendjemand hat das tatsächlich gespielt mit diesem Blog. Also sehr schön. Karten habe ich schon gezeigt. Bei Dungeon Master, genau, da lag dann so eine Komplettlösung bei hier, wo man dann zum Beispiel die ganzen Zauber nachlesen kann, aber auch so... wo jemand dann tatsächlich, also Karten gibt es auch, aber da hat jemand mit irgendeinem Stift noch so ein bisschen zusätzlich reingemalt, so ein paar extra Markierungen noch vorgenommen. Oder auch hier, so richtig mit Orange hier. Also naja, also da sieht man, das wurde benutzt, also das wurde auch auf eine gewisse Art und Weise gespielt. Ne? Hier sieht man dann auch, zu welchen Games es dann noch also diese Lösung gab. Ne? Ich weiß nicht, wie verbreitet das war, aber jedenfalls liegt hier in diesem Exemplar auch vom Computerspielemuseum so eine Komplettlösung bei. Und vielleicht so als letztes Ding noch, es gab dann auch so attraktive Verpackung wie von Bard's Tale. Hier leider eine Version mit Wasserschaden, aber trotzdem sehr schön, wo dann hier so die Diskette in so einem Schuber dann so liegt. Ne? Also muss ich so, sorry, so. Sei da ein bisschen nah dran, aber das geht vielleicht. Und man hat auf der Innenseite dieses Schubers hat man dann sogar noch so eine kleine Karte von der Stadt Scarabray, wo das Spiel halt beginnt oder sich im Wesentlichen, wo es im Wesentlichen abläuft. So, das sind so die, da geht es so weiter, also es geht sehr in dieses Materielle rein und es scheint so zu sein, und jetzt komme ich so zum Ende, dass Computerrollenspiele halt diesen, also viele immer eben also Vorstellungsräume oder Imaginationsräume so nutzen, die eigentlich aus der Pen and Paper Tradition kommen, also die Vorstellung des Spielers und die Fantasie des Spielers anzuregen und zu aktivieren, um eben die Erzählung des Spiels anzureichern. Die Software hat also mehr so eine Funktion, dass sie so die Spielverwaltung übernimmt, ne? Aber die Erzählung entsteht dann teilweise auch eben sehr stark durch das Material hier. Und das hat sich irgendwann geändert, so in den 90ern so ungefähr. Ich glaube, dieses Fairy Tale Adventure zum Beispiel ist so ein Vorläufer, ne? Wo man sagt, das wird jetzt eher so cineastisch aufbereitet. Und spätere Titel, also allerspätestens World of Warcraft, aber vielleicht auch schon die so Final Fantasy oder so, diese japanische Tradition, die bricht dann so ein bisschen rein. Und da wird das dann größtenteils abgelöst. Möglicherweise wird es auch ersetzt. Da bin ich auch sehr gespannt, was ihr davon haltet. Ich meine, dass es in den 1980ern jedenfalls ein sehr konstitutives Element ist, ne? Also dass man Computerrollenspiele eben so gebaut hat. Ne? Das sollten genau so sein. Es ging auch eigentlich nicht anders, wollte man auch nicht anders. Und dass erst in den 90er Jahren so eine andere Tradition entstanden ist, ne? Also die sozusagen den Computer als volles Medium nutzt und das eigentlich kein weiteres Material links oder rechts braucht. Ne? Aber ich glaube, da gibt es auch wieder andere Bewegungen, weil es dann vielleicht irgendwie, was weiß ich, zu Minecraft gibt es dann irgendwelche Bücher, die man extra dazu kaufen kann, oder es gibt dann World of Warcraft Kochbuch, habe ich letztens gesehen oder so, ne? Also wo, naja, und es gibt ja alle möglichen Dinge, die dann doch wieder materiell sind und das wieder ein bisschen zurückführen, ne? Oder irgendwelche T-Shirts oder so, die man sich dann zu den Games kaufen kann, sodass man dann doch das Spiel, was man mag und was man lebt auch zum Teil, dass man das wieder in die
in die eigene Welt mit reinträgt. Ne? So, wie gesagt, offen sind hier noch bei dieser Untersuchung also die japanischen Spiele, auch die deutschen Sachen, so das Schwarze Auge ist auch noch nicht berücksichtigt worden. Die französische Tradition so von Infogrames, die sehr spannend ist, auch noch nicht berücksichtigt. Sci-Fi-Settings auch nicht. Gibt also noch viel zu tun. Und ich würde auch gerne noch irgendwann mal in meinem zweiten Leben vielleicht auch mal dann noch einen Vergleich zu Text-Adventures anstreben. Ja, das ist so das, was ich so heute erzählen würde. Ganz vielen herzlichen Dank und bin gespannt auf alle Fragen. Gibt es denn Fragen? Von den erfahrenen Rollenspielern unter uns oder auch unerfahrenen. Ja. Ja, das ist bestimmt ein wichtiger Punkt. Ne? Also einmal, dass man so die vollen Möglichkeiten hat, also vollen Möglichkeiten ausschöpfen konnte, zu sagen, hier, ich kann jetzt praktisch so auch Film einbinden oder sowas, ne? Was man ja bei vielen Spielen dann auch hat und die Welt größer machen und sowas. Ne? Also klar, ne? Und dass man sagt, der Computer, also ich glaube, was man anstrebt, allgemein, also auch ganz unabhängig von der Rollenspielgattung, ist, dass man in den 90er Jahren anstrebte, den Computer sozusagen zum allumfassenden Medium zu machen. Und und die Bewegung dorthin im Bereich der Rollenspiele würde ich eigentlich auch da so einordnen. Ne? Es kann auch sein, dass das zu den Dingen, die du genannt hast, dass da auch noch die Internet eine Rolle spielt, ne? Also dass man auch Online-Games zocken kann und und dass sich alles aus deren, also das, wo man dann früher vielleicht auch gemeinsam davor saß, um irgendwelche Situationen zu lösen, ne? Dass sich das alles in die Software verlagert hat, ne? Also und in möglicherweise eben auch in den verbundenen Raum des Webs. Ne? Ja. Es gibt, glaube ich, sehr viele Beispiele, die, aber auch im Bereich der Text-Adventures, wo man gesagt hat, wir möchten das einfach noch, wir möchten einfach diesen Raum, diesen Raum der Möglichkeiten, der sich dann mit 16 und 32 Bit und so immer multiplizierte sozusagen, also möchten wir richtig weit ausschöpfen, bis wir an die Grenzen stoßen. Also vielleicht, ich weiß nicht, ob die Grenzen erreicht sind inzwischen, ne? Aber es gibt ja dann auch wieder so eine Retrowelle, wo es dann hin und wieder, hatten wir gerade am Stand ein kleines Gespräch noch, wo inzwischen so diese alte Ästhetik auch wieder ein bisschen auflebt, sag ich mal, und wo man vielleicht auch fragen könnte, okay, wenn man schon so ein Retro-Game programmiert, ne, müsste man dann nicht auch ein Handbuch zu verkaufen? Also, naja, das so als Feedback, ja. Danke. Ja. Ja. Ja, genau. Ja. Und heute am Abend ist, glaube ich, auch viele Leute. Und die Frage, die sich mir dann stellt, wie man sich dann auch so gesellschaftlich stellt oder spielegesellschaftlich stellen kann, ist, hat quasi, wie soll ich sagen, die bessere Technik, die dann immer mehr ermöglichte, dann zu diesem Umdenken der Spieler geführt? Oder haben die Spieler oder neuere Generationen, die dann schon mit Tutorials und Auto und Icons, überall, aber heutzutage, wenn ich zum Spiel spiele und ich sehe nicht die Grafik, ich sehe da ein Icon, ach, da ist der Gegner, der hat was über dem Kopf, also das war damals halt alles nicht. Also was bedingt sich da gegeneinander oder wahrscheinlich beides miteinander? Je mehr die Spieler das hatten, desto mehr wollten sie es auch, desto mehr mussten die Firmen das auch machen. Und desto weniger wurde das Handbuch wichtig, dass wir das machen. Und jetzt die Frage, was
Ich würde das, glaube ich, ganz, in der, ja, ganz ähnlich einschätzen. Also das ist, ich bin nicht ganz sicher, welches das, welche Spiele zuerst Automapping oder sowas mal angeboten haben. Also bleiben wir mal bei dem Beispiel, ne? Weil das, glaube ich, sehr anschaulich ist. Ich glaube, also Dark Heart of Ukrul, was ich jetzt kurz gezeigt hatte, hatte zum Beispiel so eine Automapping-Funktion. Das war sehr hilfreich, ne, weil die Karte einfach wirklich unglaublich groß war. Ne? Und auch so groß, dass man jetzt mit einer Seite Matheheft oder so jetzt nicht klarkam. Das ging einfach nicht. Naja, und ich glaube, das fanden viele so toll, dass man sagt, oh wow, Automap und so, das ist ja richtig gutes Feature und so, ne? Das brauchen wir jetzt auch und so, ne? Also dass man gesagt hat, also dass die Hersteller gesagt haben, okay, das ist, scheint ja ein sehr gut angenommenes Feature zu sein, dann bauen wir das mal mit ein, ne? Und dass dieses Gekrakel auf Karo-Papier dann irgendwie wurde ab einem bestimmten Punkt, ne, an dem man gesehen hatte, der Rechner kann das doch eigentlich und so, warum ist das nicht Teil der Software? Ne? Hat man gesagt, nee, dann machen wir es jetzt erstmal zum Teil der Software. Ne? Weil sich, glaube ich, sehr viel einfach zu den Möglichkeiten hin bewegt hat. Ne? Also das war das, also so ähnlich wie in wie bei deiner Frage. Ne? Ich glaube, man hat die hat erstmal die Möglichkeiten ausprobiert und dann wollten auch alle diese Möglichkeiten, also die Spieler alle diese Option ausprobieren. Ja, und dadurch findet jetzt, glaube ich, erstmal alles in der Software statt. Ne? Und inwieweit man jetzt vielleicht teilweise auch mal so ein bisschen zurückrudert und vielleicht auch nicht alles in der Software sein muss, das ist jetzt noch eine andere Frage. Ne? Vielleicht gibt es auch irgendwann eine Tendenz zu sagen, so wir gestalten das tatsächlich mal so, dass das Spiel gar nicht so viel hilft, ne? Dass man vielleicht doch wieder ein paar Notizen irgendwo machen muss. Ne? Also ob das jetzt auf dem Zettel ist oder ob das auf dem oder im Notepad oder irgend sowas ist, das ist ja dann auch nochmal eine Frage. Ne? Aber manche Spiele bieten ja auch manchmal so Notizhilfen oder so im Spiel selbst. Aber das ist dann schon fast... Also ist es gar nicht so einfach, das heute noch zu einem Teil des Spiels zu machen, sag ich mal. Ne? Also und insofern, ich glaube, würde ich deiner Einschätzung ganz zustimmen, dass diese Luxusfunktion, ne, die man eben heute hat, dass man die jetzt auch nicht so schnell wieder missen möchte. Ne? Ja, also dass da so eine gewisse Masse erreicht ist und naja. Ja. Ja. Das hat kaum noch GUI, also kaum noch Icons und so weiter. Man hat irgendwie so ein bisschen oben links Health oder sowas, aber halt ansonsten ist der Bildschirm sehr leer. Und das finde ich schon halt sehr schön, weil man sieht dann wirklich die Welt, die Grafik. Aber es gibt tatsächlich auch bei modernen Spielen bei manchen so Trends, die man so hin, immer noch nicht zu physischen Medien, aber Ja, genau. Weniger Interface, ne? Also mehr vom Spiel. Ne? Also auch mehr Immersion vielleicht dadurch. Ne? Naja, das Immersion ist ein schwieriger Begriff. Ja, aber vielen Dank. Ja. Ah. Ja, stimmt. Ja, das ist auch das Interessante. Und dann gibt es, dass man dann beide Möglichkeiten hat. Ne? Und das ist dann einen eigenen, dass der Spieler selbst bestimmen kann, was der Modus ist, ne? Und inwieweit, wo die eigene Neigung hingeht. Ne? Also ich finde das durchaus, durchaus attraktiv, ne? Zu sagen, man macht dann mal so einen, bietet das mal so als Option an, ne? Dass man vielleicht tatsächlich, vielleicht auch mit so einem Blog oder so, ne? Ja, wer weiß, naja. aber es ist schön, glaube ich, wenn man die Möglichkeit vielleicht mal hat. Ja. Ja. Ja.
Ja, vielen Dank. Ich gucke mal kurz in die Runde, ob es noch Wortmeldung gibt. Ansonsten würde ich mich herzlich bedanken für das Zuhören und für die Rückfragen. Hat mich sehr gefreut. Und ja, dann wünsche ich noch sehr viel Spaß auf dem VCFB. Und ja, wer noch möchte, kann sich hier auch noch ein paar Originale anschauen. Ich räume sie nicht sofort weg, aber ich glaube, der nächste Vortrag beginnt schon um 14 Uhr. Also danke nochmal. Tschüss.